Der Arbeitstag für Marlies und Ralf Pakula startete heute etwas eher als sonst. Dafür gab es aber guten Grund. Ihr Saunabereich im Spa Branitz bekam eine der höchsten Auszeichnungen des Deutschen Saunabundes. Und das, obwohl es den Wellnessbereich gerade mal erst seit einem Jahr gibt. Also wir sind wirklich richtig, richtig stolz auf diese Auszeichnung. Wir sind damals angefangen, für uns angefangen und haben einfach in Anführungsstrichen für uns festgelegt, wir wollen eine hohe Qualität haben, haben dort noch gar nicht mal auf die Sterne geguckt, sondern haben nur gesagt gehabt, wir wollen eine hohe Qualität haben, wir wollen, dass die Gäste hier ein luxuriöses Ambiente vorfinden, dass sie hier wirklich nicht saunieren können, sondern dass sie hier Sauna erleben dürfen oder erleben können. Das ist unser Anspruch gewesen. Das haben sie nun schwarz auf weiß. Dieter Gronbach, Vizepräsident des Deutschen Saunabundes, überreichte den beiden heute 4 Sterne. Eine Bewertung, die vor ihnen nur 34 von knapp 2000 Saunen in Deutschland erhalten haben. Ja, zunächst einmal ist zu sagen, dass das Qualitätszeichen geschaffen wurde, um dem Saunagast einen Überblick über den Saunamarkt zu ermöglichen und sich vorher zu informieren, was dort er an Angeboten erwarten kann. Und demzufolge umfasst die Prüfung von Reinigungsplan über die Qualität der Mitarbeiter bis zur Qualität der Aufgüsse, bis zum gastronomischen Angebot, bis zum Wellnessangebot, eben die gesamte Palette. Für Marlies und Ralf Pakula gehört das Qualitätssiegel aber fast schon zum guten Ton. Beide sind Weltmeister im Saunaaufguss. Bei den Weltmeisterschaften haben sie sich auch kennen und lieben gelernt. Für sie geht es um mehr als einfach nur Wasser auf heißen Stein zu kippen. Das ist wie beim Essen, sagen wir immer. Ich kann eine Schnitzel blank auf den Teller legen und ich kann es schön garnieren. Man sagt immer so schön, das Auge isst mit. Und das ist halt eben auch beim Aufguss, das Auge genießt mit. Wenn die sehen, es ist teilweise wirklich ein Tanz, was meine Frau dann dort bei den Aufgüssen macht. Es ist einfach wunderschön. Und das ist etwas, was ganz, ganz wenige Saunen in dieser Qualität bieten können. Für Gerd Mierke sind die beiden ein absoluter Glücksgriff. Er konnte die Weltmeister vor knapp 2 Jahren für sein Projekt gewinnen. Das wurde nun in Gut Branitz umbenannt und umfasst neben Wohnungen, Restaurant und Physiotherapie eben auch das Spa und den Saunabereich. Angebote, mit denen man Besucher weit über die Stadtgrenze hinaus anlocken will. Knapp 23 Millionen Euro wurden seitdem investiert. Es ist viel mehr geworden. Wir hatten natürlich gehofft, dass es schön wird, dass es angenommen wird, dass wir ein ganz, ganz tolles Ambiente bekommen, über die Stadtgrenzen von Cottbus hinaus bekannt wird. Und heute die 4 Sterne, das ist Gänsehaut pur. Das ist was ganz, ganz Besonderes und das haben wir natürlich in nur einem Jahr erreicht. Ne? Denn vor einem Jahr war die Eröffnung gewesen, dass sich das so weit rumgesprochen hat und wir diese Auszeichnung nun vom Deutschen Saunabund erhalten. 4 Sterne auf dem Weg zum 5. Stern. Unbeschreiblich. Die 5 Sterne scheinen wirklich nur eine Frage der Zeit zu sein. Aktuell wird an einer Außensauna und einem Saunagarten gebaut. Spätestens im Herbst sollen die fertig sein. Dann würde der höchsten Auszeichnung des Deutschen Saunabundes nichts mehr im Wege stehen.